Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Der Bezugstext für das heutige Tesho stammt aus dem Shobogenzo, nämlich dem vierten Kapitel. Das heißt Ika no Myoju. Und übersetzt bedeutet das eine leuchtende Perle. Ja. Also Ika bedeutet eins, Myo bedeutet schön oder leuchtend oder strahlend und Ju Perle. Ja, und in diesem Kapitel des Shobogenzo, da kommentiert Dogen einen Ausspruch von Genscha. Meister Genscha, der hat nämlich seine Erkenntnis zusammengefasst in dem Satz: Das Universum in den 10 Himmelsrichtungen ist eine leuchtende Perle. Ja. Und Dogen, der kommentiert das sehr weitreichend. Ich werde hier nur kleine Auszüge vorzeigen. Aber Dogen sagt zu diesem Ausspruch: Das Universum in den 10 Himmelsrichtungen ist eine leuchtende Perle. Das wirkliche Sein dieser leuchtenden Perle ist ohne Anfang und ohne Ende. Und das ganze Universum in den 10 Richtungen ist eine leuchtende Perle. Meister Genscher spricht nicht von 2 oder 3 Perlen. Das ganze Universum ist das eine wahre Dharma-Auge. Das ganze Universum ist der wahre Körper der Wirklichkeit. Das ganze Universum ist die strahlende Klarheit und das ganze Universum ist das ganze Universum selbst. Und wenn das ganze Universum das ganze Universum ist, wird es nicht durch sich selbst behindert, sondern es hat die vollkommene Rundheit einer Perle, die rollt und rollt. Da es eine Eigenschaft der leuchtenden Perle ist, sich auf diese Weise zu verwirklichen, gibt es heute Avalokiteshvaras und Maitreyas, die Formen sehen und Klänge hören. Und es gibt alte Buddhas und neue Buddhas, die ihre Körper offenbaren und den Dharma lehren. Genau in diesem Augenblick ist alles im ganzen Universum eine leuchtende Perle. Manchmal gefällt es ihr, offen im Raum zu hängen oder verdeckt unter der Kleidung zu sein. Manchmal gefällt es ihr, versteckt unter dem Drachenkinn oder eingeflochtenem Haarzopf zu sein. Sagt nicht, sie befinde sich auf der Kleidung, wenn sie gerade unter der Kleidung hängt. Hofft nicht, dass ihr mit der Perle auf dem Haarzopf oder über dem Kinn spielen könnt, wenn der Haarzopf eingeflochten oder unter dem Kinn versteckt ist. Wenn ihr im Zustand der Selbstvergessenheit seid, gibt es einen guten Freund, der euch eine Perle schenkt. Und ihr solltet einem guten Freund immer eine Perle schenken. Wenn euch eine Perle umgehängt wird, seid ihr im Zustand der Selbstvergessenheit. Das
Was schon so ist, ist die eine leuchtende Perle, die das ganze Universum ist. Obwohl sie ihr Gesicht anscheinend ständig verändert, manchmal rollt sie und manchmal rollt sie nicht, bleibt sie doch immer die leuchtende Perle. Sogar das Wissen, dass die Perle so oder so gewesen ist, ist selbst schon die leuchtende Perle. Die leuchtende Perle hat Formen und Klänge, die auf diese Weise gehört werden können. Mit der Perle im Besitz solltet ihr niemals daran zweifeln, dass ihr selbst die Perle seid. Und dies gilt sogar dann, wenn ihr meint, ich kann nicht die leuchtende Perle sein. Ja, da sich Dogen auf einen Ausspruch von Meister Genscher bezieht, ist es vielleicht angebracht, ein bisschen über dessen Leben auch noch zu berichten. Ja? Und da schreibt Dogen selbst: Bevor Genscher Mönch wurde, liebte er das Fischen und ließ sich wie die anderen Fischer den Fluss Nantai hinuntertreiben. Vielleicht wartete er nicht einmal auf den Fisch mit den goldenen Schuppen, der von allein an die Oberfläche kommt. Zu einer bestimmten Zeit, er lebte in der Tang-Dynastie, spürte er plötzlich das Verlangen, die gewöhnliche Welt zu verlassen. Er ließ sein Boot zurück und ging in die Berge. Damals war er gerade 30 Jahre alt und wusste um die Fragwürdigkeit der vergänglichen Welt, die Zerbrechlichkeit. Und er erkannte die Erhabenheit des Buddha-Weges. Schließlich stieg er zum Berg Seppo hinauf und trat in den Orden des großen Meisters Shinkaku ein. Tag und Nacht praktizierte er Sazen. Eines Tages, als er gerade mit einer Tasche unter dem Arm den Berg verlassen wollte, um in der weiteren Umgebung andere Meister aufzusuchen, stieß er mit seiner Fußzehe an einen Stein. Er hatte große Schmerzen und blutete stark, als ihm plötzlich dieser Gedanke durch den Kopf schoss. Es wird gesagt, dass dieser Körper nicht wirklich existiere. Woher kommt dann der Schmerz? Sogleich kehrte er um und kam wieder zu Seppo, der ihn fragte: Was ist mit dir, Shiva, dem Asketen? Genscher antwortete: Letztlich kann ich mich nicht von anderen täuschen lassen. Meister Seppo war von diesen Worten sehr beeindruckt und sagte: Wer ist imstande, dies auszusprechen, selbst wenn er die Worte in sich hat? Und Seppo fuhr fort: Du Asket Shibi, warum gehst du nicht fort, um deine Erfahrung weiter zu vertiefen? Genscher antwortete: Bodhidharma kam nicht ins östliche Land und der zweite Patriarch Eka reiste nicht zum westlichen Himmel. Meister Seppo rühmte diese Antwort sehr. In seinem Alltag als Fischer hatte Meister Genscher die Sutren und Schriften nicht einmal im Traum gesehen. Was aber das Wichtigste ist,
dass der Meister Genscher die Formulierung „Das ganze Universum in den 10 Richtungen ist eine leuchtende Perle" zum ersten Mal ausgesprochen hat. Das Wesentliche daran ist, das ganze Universum in den 10 Richtungen ist weder weit noch groß, weder winzig noch klein, weder eckig noch rund. Es ist nicht der mittlere und nicht der rechte Weg. Es ist nicht kraftvolle Aktivität und auch nicht makellose Klarheit. Ja, weil es völlig jenseits von Leben und Sterben, Kommen und Gehen ist, ist es wirkliches Leben und Sterben, Kommen und Gehen. Und da das so ist, ging das Vergangene von hier fort und das Gegenwärtige kommt von hier. Wer könnte im Erforschen des Höchsten nur aus gegenwärtigen Augenblicken bestehend sehen? Und wer könnte es ergreifen und in seiner Unbewegtheit untersuchen? Ja, also Meister Genscher, der hat, obwohl er nie ein Sutra, nie eine Schrift, nichts studiert hatte, nur am Fischen war, plötzlich ist ihm klar geworden, das ganze Universum in den 10 Himmelsrichtungen ist eine leuchtende Perle. Dieser Ausspruch von Genscher, der hat für mich auch so was Berührendes. Ich suche immer nach Beschreibungen, wie ich dieses Universum empfinde. Nämlich, ich empfinde dieses Universum als ein freundliches Universum. Das habe ich schon öfter berichtet, dass mir dieses Universum immer wieder freundlich begegnet ist. Und manchmal verstehe ich es einfach nicht, wie es mir begegnet. Wir alle haben Augenblicke, wo wir das große Leben nicht wirklich verstehen können. Wenn ein guter Freund, der fit ist und lebensfroh und alles Erdenkliche getan hat, um andere Wesen glücklich zu machen. Wenn der plötzlich aus unserer Mitte gerufen wird, plötzlich stirbt, dann fragen wir uns, wo ist das freundliche Universum geblieben? Wir fragen uns das allen Ernstes. Und insgeheim wissen wir doch, dass das genau die eine leuchtende Perle ist, die wir da erleben. Nur, dass wir das Leuchten dieser Perle in diesem Augenblick nicht verstehen. Wenn eine gute Freundin uns plötzlich verlässt, mit der wir viel Zeit hier geteilt haben, dann kann es sein, dass wir plötzlich in die Ungeborgenheit fallen, dass wir plötzlich den Eindruck haben, mein Platz hat sich hier vollständig verändert. Es ist gar nicht mehr das freundliche Universum, mit dem ich es zu tun habe. Gestern habe ich es noch so gesehen, aber heute? Nein. Ja, und da macht uns Meister Genscher darauf aufmerksam. In alle 10 Richtungen
ist dieses Universum eine einzige leuchtende Perle. Was Kostbares. Etwas, was wir gar nicht in seiner Größe und in seiner unglaublichen Schönheit erfassen können, weil wir eben Menschen sind mit einer begrenzten Auffassungsgabe von der Wirklichkeit. Und trotzdem sollten wir an der Gewissheit festhalten, dass das ganze Universum eine einzige leuchtende Perle ist und dass wir den Glanz, den wir da gerade abbekommen, noch nicht vollständig verstanden haben. Und dass er vielleicht gar nicht verstehbar ist, sondern einfach nur da ist. Der Genscher hat sich damit befasst, als seine Mönche ihn nach diesem Satz befragt haben. Da hat er erst mal geantwortet, was nützt es dir, wenn du das verstehst? Gefragt, wie soll ich das verstehen? Der Genscher hat gesagt, was nützt es dir, wenn du das verstehst? Dann kam der Mönch immer wieder mit dem Satz an und schließlich sagte Genscher, du kämpfst, du willst in die Höhle des Teufels, in den schwarzen Berg. Ah, Dogen sagt dazu, diese Hölle, dieser schwarze Berg, diese Höhle, in dem nicht ein einziges Fünkchen Licht zu sehen ist. Auch das ist die eine leuchtende Perle. Wir sind heute manchmal verzweifelt von der Weltlage, wenn wir sehen, wie Menschen plötzlich den Anhaftung von Gier, Hass und Verblendung verfallen, wie sogar im Großen die Mächte es sich nicht nehmen lassen, irgendwie die Vorherrschaft erlangen zu wollen über andere Völker und Menschen und da rücksichtslos und brutal vorgehen. Und wir werden aufgerufen, da mitzumachen. Mitzugehen, ja, Taurus, sage ich nur, liefern. Da könnte noch größeres Leid bei den Feinden verursacht werden. Die könnten dadurch vielleicht zur Besinnung kommen, vielleicht aber auch zur Atombombe greifen. Ist alles drin. Sogar das ist Ausdruck der einleuchtenden Perle. Das ist schwer für uns zu verstehen, dass auch das ganz Schattige, das ganz Lichtlose, das ganz Perspektivlose, dass auch das Ausdruck der einen leuchtenden Perle sein kann. Wie können wir das hinnehmen? Wie können wir mit unserer Erschütterung sein? Wie können wir mit unserem Schmerz und unseren Tränen und unseren Traumata weiterleben, wenn es diese Höhle des Teufels in dem schwarzen Berg gibt,
auch die eine leuchtende Perle verkörpert. Tatsächlich bringt uns die eine leuchtende Perle in einen sehr heilsamen Zustand. Dogen nennt diesen Zustand einen Rausch. Er sagt, wenn es dir gelingt, einem anderen die eine leuchtende Perle umzuhängen, dann wird er wie in einem Rausch sein. In einem Rausch der Selbstvergessenheit, der Selbstlosigkeit. Wenn es uns gelingt, diese Qualität der einen Perle zu verwirklichen, zu verkörpern, wenn es uns wirklich gelingt, so berauscht zu sein von der unglaublichen gegenseitigen Durchdringung aller Bereiche des Universums, in deren gefühlter Mitte wir selber uns befinden, dann sind wir in dem heilsamen Zustand der Selbstvergessenheit. Dogen sagte mal an anderer Stelle, den Buddha-Weg gehen bedeutet sich selbst erkennen. Da drehen wir jeden Stein um, um zu ergründen, wer wir selbst sind. Wenn wir ernsthaft daran gehen, dann ist das eine absolut aufwendige, zeitaufwendige Forschungstätigkeit. Und es dauert lange, bis wir an den Punkt kommen, dass wir sehen, am besten wir vergessen uns mal. Weil was immer wir uns zuschreiben, bei Lichte besehen, zerrinnt es unter unseren Händen. Da halten wir uns für eine Persönlichkeit von maßgeblichem Einfluss, einem weltangemessenen Auftreten und so weiter. Wir haben vieles durchdrungen und doch bietet uns das keinen Halt, weil wir immer noch geistig in der Welt der Trennung unterwegs sind. Aus der Welt der Trennung herausgeschleudert zu werden, das ist ein Element des Buddha-Weges. Plötzlich, ganz plötzlich, ergreift dich diese Erkenntnis. Ich höre gar nicht da auf, wo ich bisher dachte, aufzuhören. Ich reiche ja viel weiter. Dieser Baum, den ich jetzt am liebsten umarmen würde, um mit ihm zu verschmelzen. Dieser Baum, das bin ich. Diese Blume da, die bin ich. Dieser Stein, diese eine Perle, bin ich. Eine Riesendimension. Das ist viel mehr meine Wirklichkeit als das, was ich mir bisher zugeschrieben habe an Identitätsmerkmalen, was in meinem Personalausweis steht, was in meiner selbstverfassten Autobiografie über mich zu lesen ist. Nichts davon ist Wirklichkeit. Wirklich ist der Zusammenhang mit allem, mit dem Sonnenschein und mit den schwierigen Seiten des Lebens. Wir sind mit denen verheiratet,
mit diesen Zuständen. Sie gehören zu uns. Und es wird eine Weile dauern, bis wir uns so weit erweitert haben, dass wir so widersprüchlich sein können, um alle diese Sachen zu umfassen, gleichzeitig. Aber wir sind auf dem Weg, wie Dogen sagt. Den Buddha-Weg gehen heißt sich selbst erkennen, überall forschen. Bin ich das, bin ich das, bin ich das? Und zum Schluss bei der Selbstvergessenheit anzukommen. Sich selbst erkennen heißt sich selbst vergessen. Und er fährt fort. Sich selbst vergessen heißt mit allen Dingen in Harmonie leben. Mit allen Dingen verwandt sein, von allen Dingen erleuchtet werden. Das ist der Weg der einen Perle, den wir gehen können und der schön ist, weil diese eine Perle leuchtet und die 10 Richtungen unseres Universums mit ihrer Leuchtkraft ständig durchdringt, auch dann, wenn wir das Leuchten einmal nicht sehen können. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.